Oh, hier bist immer noch du. Ja, brennende Schädel, alles Mögliche. Eine ganze Armee von Skeletten. Und ein Feuerball. Ich hatte echt nicht mehr in Erinnerung, dass das so viele von der Sorte sind. Den Köderschädel hätte ich jetzt nicht unbedingt aufsammeln müssen. Wow. Okay, wieder gucken, dass ich wegkomme und nächstes Flakon trinke. Ja, der reizt der Ausdauerkampf hier. So, nochmal zwei weg. Noch einer weg. So, jetzt kann ich mich um dich kümmern. Wow. Nein, erstmal hau ich ab und trink was. Ja, genau. Schieß auf deinen eigenen Kumpel. So, der müsste jetzt auch wieder neue Skelette spawnen. Ja, nämlich die Version mit den... Genau, mit den Rüstungen und den großen Schwertern. Genau, die machen auch viel mehr Schaden, es sind aber weniger. Sicherheitshalber einen Flakon trinken. Mal zustechen. So. Fehlst nur noch du. Und jetzt ist noch ein Gerippefürst übrig. Und zwar der garstigste von allen. So, der spawnt das garstigste von allen, deswegen habe ich den als letztes aufgehoben. Der spawnt nämlich Räder. Ah, nur zwei Stück. Auch gut. So, das war der Gerippefürst. Und das war auch das Ende des Jägerhains. Gut, wir sind aus diesem garstigen Ort raus. Gut gemacht, Skelett. Ja, geschafft. Gute Arbeit und dann geschafft, ja. So, können wir die nächste Brücke runterlassen, die uns endlich aus dem Jägerhain rausführt. So, unser Speer ist ziemlich kaputt. Ich habe schon einen Langbogen, oder? Das ist doch ein Langbogen. Jupp. Aber ein unabgegradeter, den könnte ich jetzt mal ein bisschen upgraden. Gleich. So, hier ist ein Einwegweg, weil das nur ein kleines Stückchen Leiter ist. Und man sieht, hier liegen überall noch Skelette rum. Willkommen im Erntetal. So, erstmal müssen wir hier durch den Gifttümpel durch. Und ja, das Gift klebt an uns weiter und fließt ganz langsam ab. Und solange es abfließt, bleiben wir vergiftet. Also tickt unsere Giftmarke hoch.
So, gucken wir mal kurz in die Gegenstandskiste. Das würde ich gerne wegtun. Das muss ich demnächst mal ausrüsten, weil das werden wir im Ernteteil brauchen. Diese Seele, Infoanzeigen. Seele eines Gerippefürsten, der tief im Jägerhain regiert. Der alte Eisenkönig befahl die Gefangennahme aller Untoten. Doch jene, die diesen Auftrag ausführen sollten, fielen dem Fluch zum Opfer. Ja, auch die Gerippefürsten wurden untot. So, okay. Kann hier noch was weg? Nein, hier erstmal nicht. Hier haben wir nur Speere. Davon habe ich schon einen weggelegt. Hier ist auch nicht wirklich was. Ah, Verbrennung können wir wegpacken. Und ja. Dann einmal nach Majula bitte. Seelen ausgeben und den Estus-Flakor verstärken. Wir haben ja jetzt wieder eine Scherbe. Also erstmal werde ich meinen Langbogen ein bisschen verbessern. I knew you'd be around. Waffenrüstung verstärken. Langbogen, ja. Langbogen, ja. Und jetzt können wir nicht mehr weiter verstärken. Für dich brauchen wir große Titanitscherben. I'll be around. Ja. Du wirst hier sein, falls wir es zurückschaffen. So. Ich wüsste eigentlich zu gern, wie viel wir bei Mullin noch kaufen müssten, damit er endlich in die nächste Stufe geht. I'm glad to see. Das Ding habe ich, glaube ich, schon gekauft, oder? Ja, das müsste ich schon gekauft haben. Ich habe nämlich die Infanterierüstung gekauft, die nicht viel gebracht hat, und diese Rüstung. Kaufe ich einfach mal das Schild hier. In der Hoffnung, dass das jetzt reicht. Weil eigentlich, bevor ich die Seelen investieren will in Level-Ups, hätte ich gerne endlich meine Rüstung, auf die ich es abgesehen habe. Die kriegt man allerdings nur, wenn Mullin seine dritte Stufe erreicht hat. Also in der ersten Stufe verkauft er ja fast gar nichts und ist noch so bescheiden zurückhaltend. Dann haben wir hier die zweite Stufe jetzt gerade gesehen. Da ist er ein bisschen... Ah ja. Ist ein bisschen aufgemuntert und sitzt nicht mehr auf dem Boden, sondern auf der Bank. Und jetzt hängt er da wie ein Pascha. Sorry, have we met? Oh, sorry. It's just I've been awfully busy lately. Care to look over my wares? Please, be my guest. Und ja, jetzt tut er so komisch. Although it may be a bit out of your reach. Ja, jetzt ist er hochnäsig geworden. Wir sind dein einziger Kunde, Mensch. I'm rich. I'm rich. I don't need to go home anymore. Home. Home? Where is home? Ja, da... Home. Ist er langsam am verrückt werden. Und jetzt verkauft er uns endlich, genau. Die Alva-Rüstung. Mal sehen, ob wir genug Seelen haben, um sie zu kaufen. Ich denke mal, es wird gerade nicht reichen. Jedenfalls nicht für die Stulpen. Aber wir haben schon mal drei Teile. Es fehlen nur noch die Stulpen und dann haben wir die Rüstung. Thanks for the purchase. Do come again. Jo. Und wenn wir das nächste Mal sterben, sollten wir unbedingt zu ihm zurück. Weil da gibt es noch einen netten kleinen Bonus. Und nein, ich werde jetzt keine Seelen benutzen, um mir das letzte Rüstungsteil zu kaufen. Denn ich will mein Seelengedächtnis nicht unnötig in die Höhe treiben im Augenblick. Ich will mal gucken, wie aktiv die Community von Dark Souls 2 noch ist. So, mal gucken. Ah, ich muss eh nochmal zurück. Ich habe nämlich vergessen... Ja, ich bin vergiftet. Schön. Ich habe vergessen, den Splitter auszugeben. Upsi.
Also ja, das Schild hat gereicht. Da musste ich mir nicht extra die Elite-Ritterrüstung kaufen. Ist das ein Shark? Hier, um zu sehen. Jo, Estus Lacour-Scherbe abgeben. Estus Lacour verstärkt. Jawohl, jetzt haben wir einen plus 2 Estus Lacour mit 8 Ladungen. Habe ich gerade gesagt, ich will nach Majula reisen. Das war falsch. Aber es ist möglich. Okay, das ist mir auch noch nie passiert. Eigentlich möchte ich ja gerne ins Erntetal zurück, weil da müssen wir jetzt weitermachen. So, während das runtertickt, mal das Gegengift da rein. Und jetzt bin ich mal gespannt. Da vorne sitzt ein NPC. Ich bin es leider ein bisschen gewohnt vom Erntetal. Also diesem Ort hier. Und tickst du weiter hoch? Noch tickt's hoch, jetzt geht's runter. Gut, wir sind also nicht vergiftet worden. Also erstmal können wir uns kurz das Erntetal anschauen. Da oben ist eine riesige Windmühle, da hinten sind irgendwelche Berge. Wir können von hier aus sogar in der Windmühle eine Nebelwand sehen. Und da unten ist ziemlich giftiger Nebel. Hm. Mit einem Riesen und irgendwelchen Untoten, die da unten rumstreunern. Und wir können von hier aus sogar Skelette ausmachen, die aufstehen werden. Gut. Was ich sagen wollte, ich bin vom Erntetal gewöhnt, dass das ein ziemlich gemeiner Ort ist, was die Invasionen angeht. Gerade wenn man mit ihr nämlich hier redet. Are you a traveler? I'm Cloanne. A Norstone trader. I travel about collecting rare stones, which I sell to make my living. I never planned to visit this God's forsaken place. But I don't know. I just sort of ended up here. I must have just wandered in. But now that I'm here, I've been scouting around for rare bits. Oh, don't look at me like that. Many of these stones are quite useful. For instance, certain stones are used in smithing. Ah, now your ears prick up. I've extras if you can pay. This is my trade, after all. Ja, sie ist die Erdsteinhändlerin. Also bei ihr können wir Titanitscherben kaufen im Augenblick. Die sind etwas teurer als die beim Schmied. Also bei Lenikrast. Nur der hatte halt auch nur 10 Stück. Genauso wie sie. Und sie verkauft auch 2 Zauber. Seelenfrieden und erneuter Tod. Und sie sieht auch ein bisschen makaber aus. Also ein bisschen Grufti-mäßig. The place is nothing like I was told. All this poison and you can't get very far inside. Don't just go haplessly wandering about. Nein, das hatten wir auch nicht vor. These stones may look all the same, but to the trained eye, each is unique. Some of them are used to smith weapons and armor, and some unique stones provide special benefits. Some of them are extremely rare and should be used with great thrift. None of the differences are easily spotted. But I've learned quite a lot, really. Mm-hmm. Drang Lake. How is it that I ended up here? It's funny. I can't seem to remember. Ja, sie wird wahrscheinlich auch verflucht sein und deswegen nach Drang Lake gekommen sein. Und wird es wahrscheinlich, wie so viele andere, auch mittlerweile vergessen haben. I've searched every nook and cranny here. I suppose it's time to move on. Perhaps we'll meet again, if we live that long. Ja, hoffentlich. I've searched every... Perhaps we'll meet... I suppose it's about time I move...
Ja, sie will mit ihrem Laden nun umziehen. Und wir sollten auch langsam weiterziehen, nämlich in diese Richtung hier.